Bonjour, mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue. J'ai vu qu'il y a des abonnés de La Réunion et de la Maurice. Veuillez prendre des contacts avec moi sur ma page d'accueil, s'il vous plaît. C'est parce que j'ai l'idée de passer quelques jours là-bas, probablement en fin d'année. Sorry, das musste sein, denn ich lasse mich ein bisschen in diesem YouTube ausbilden und was man da alles mit machen kann, sensationell. Deswegen habe ich auch diese schicken neuen Thumbnails. Und ich habe ja festgestellt, dass ich regelmäßige Leser habe aus La Réunion. Und da will ich irgendwann mal hin. Deswegen würde ich gerne mal mit dir ein bisschen darüber reden. Ich nutze schamlos aus. Ich war auch schon in Thailand beim guten Eddie. Grüße von dieser Seite, dass sie das bestimmt. Also, wenn es da irgendwo etwas Lustiges gibt, bin ich auch bereit, da mal ein paar Meter zu fahren. Aber jetzt gehen wir zum DAX. Grundsätzlich haben sich die Marken gar nicht geändert. Wir sind hier nach wie vor bei der 14.815. Und nochmal, das kennt jeder jetzt. Ja, es wird auf NTV zweimal genannt und in jeder Zeitung steht es drin. Hierauf schaut die Welt. Und nur, dass ihr das wisst, wenn wir das gebrochen haben, habe ich als erste Unterstützung, aber die ist nicht besonders standhaft, nur 14.400. Dann geht es ein bisschen weiter hier ganz knapp über 14.000, 14.100. Das nur mal für den Fall. Wir haben ein Wochenende vor uns, da kann viel passieren. Deswegen, ich gehe völlig ohne Indexposition ins Wochenende. Für mich ist das reiner Zufall, was da passiert. Und das lassen wir erstmal am Montag dann zu Gemüte führen, was auch immer da passiert ist, wenn etwas passiert. Ich hoffe nicht, dass was passiert, aber wir wissen es ja nicht. Außer dieser Linie kann ich natürlich hier diesen Downtrend ziehen. Von hier oben, vom All-Time-High, vom Doppeltop hier runter. Aber ich gebe nicht so viel auf diese vertikalen Linien. Mir ist dieser Punkt, also ich nehme es auch raus, mir ist dieser Punkt hier oben wichtiger. Da sind wir hier, 15.735. Ersatzweise kann ich sogar den hier schon nehmen, das ist die 15.615. Das ist nicht nur das Hoch, das Zwischenhoch, was wir hatten vom 10.2., ist auch die 200-Tage-Linie. Interessant finde ich an der ganzen Bewegung, ich mache es mal ein bisschen größer, wir haben es in letzter Zeit nicht geschafft, die 20-Tage-Linie mit Schlusskurs zu überbieten. Wir waren da mal drüber, hier drunter geschlossen, drüber, drunter geschlossen, drüber, drunter geschlossen, dran geschlossen, drüber, drunter geschlossen. Das ist wie eine Mauer. Also deswegen, wenn die mal mit Schlusskurs genommen wird, heute und jetzt liegt die bei, was sind das, 15.332, fällt pro Tag so ganz grob 30 Punkte. Wenn die mal überboten wurde mit dem Schlusskurs des Tages, dann ist das schon mal ein Galoppsignal, sagen wir es mal so. Bisher, also ich habe auch vorhin mal wieder NTV geschaut, Investoren ziehen sich vor dem Wochenende zurück. Ja, mache ich ja auch. Ja, ich habe keine Ahnung, was da passiert. Von der Technik her, diese Freunde hier, ja, von dem MACD, das kannst du völlig vergessen. Das ist genauso wie hier. Das bringt nichts. Ich habe hier kein griffiges Signal. Null, nichts, nada, niente. Hier unten ist Stochastik. Tja, die ist bei 49. Von 0 bis 100 ist das 49, die Hälfte. Also von daher, auch da ist nichts. Auf Wochensicht baut sich die Technik ein bisschen ab, ja, aber gibt auch da, deswegen zeige ich es gar nicht erst, kein griffiges Signal. Also tut mir leid, wir sind hier abhängig von der Nachrichtenlage und ja, natürlich gibt es Intraday immer mal wieder irgendwelche Marken. Interessant ist zum Beispiel, dass, guckt euch das mal in den letzten Tagen, so ziemlich genau um Punkt 14 Uhr, was ist 8 Uhr Amerika-Zeit, kriegen wir immer eins auf die Klatsche. Das ist interessant, das ist jetzt schon seit ein paar Tagen so, aber ich möchte da keine Regelmäßigkeit von ablesen, aber das macht mich zumindest immer so ein bisschen hellhörig, solche Geschichten. Wir sind momentan bei 15.051. Aussage hier verweigern, aber ich muss ehrlich sagen, es ist mir nach wie vor zu sehr abhängig von der Nachrichtenlage. Deswegen, ich halte mich raus, aber ich habe euch für die Watchlist hier zwei Scheine mitgebracht, die fand ich ganz gut. Der eine ist Basis 14.448. Jetzt hole ich das hier nochmal ein bisschen hoch. 14.448. So, da sind wir hier. Da, in diesem Bereich, da. Das ist ein Open-End-Schein und der hat, glaube ich, auch einen 24er Hebel momentan. HR65U9. Erstmal nur für die Watchlist. Ich habe kein Kaufsignal. Nochmal.
Und ich habe einen Put mit der Basis 15.669. Da liege ich also hinter der 200-Tage-Linie, hinter diesem Zwischenhoch vom 10.2. in der Nähe des oberen Bandes. Das ist die HB3BLV. Also, wenn ihr nichts machen müsst, dann lasst es sein. Eins noch: Da gibt es bald ein Live-Webinar mit der Deutschen Börse, beziehungsweise Börse Frankfurt und der Edda Vogt mit mir. Und zwar, das heißt Börse to go, das ist am Rosenmontag, hello, 28. Jan, 28. Februar. Und das ist um 12 Uhr. Da stelle ich den Link noch nicht rein. Das mache ich aber dann in der nächsten Woche zweimal, dass man sich dann da direkt anmelden kann und müsst euch nicht durch die Seiten durchwühlen. Da geht es darum, ich habe ja neulich den Film gemacht mit der Repair Strategy und das ist eine kleine Wiederholung dessen, aber auch ein Weitergehen in eine sogenannte Fence Position. Das ist, wenn man Positionen hat, liegt schon hinten und will versuchen, die zu reparieren. Und das heißt, also auf Englisch heißt es Fence Position, das ist die Aktie und der Put, aber halt ein bestimmter Put. Also in diesem Sinne, tja, Long ist eine Position, Short ist eine Seitenlinie auch. Liebe Leute, passt auf euch auf, bleibt gesund und ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.